Was willst du denn da? Naja, das ist doch ein ziemlich interessantes Bauwerk, oder? Ein U-Bahn-Schacht, was soll's? Weiß ich auch nicht. Mal sehen, was er da macht. Komm mit. Bist wohl wahnsinnig. Soll ich mit meinen Schuhen durch den Dreckstunnel latschen? Na schön, kannst ja warten. Was suchst du hier eigentlich? Weißt du eigentlich, wie viele Adern so ein Kabel hat? Wieso? Hast du mal bei der Post gearbeitet? Nee, die Wissenschaft habe ich von Uwe. So ein Kabel hat mindestens eine 3000 Adern. Oder mehr. So furchtbar interessant finde ich das trotzdem nicht. Pass mal auf, wie interessant das noch wird. Für uns nämlich. Wieso? Na, was gab's denn da unten zu sehen? Ah, was sehr Interessantes. Hm? Los, lass uns erstmal in den Beatschuppen gehen. Ach, geh erstmal alleine hin. Wir kommen dann später nach. Warum denn das? Wieso? Wir haben noch was zu tun. Was denn? Geh du schon mal vor. Du triffst da bestimmt meinen braven Bruder Walter. Halt dich an den, der ist so schön langweilig. Tschüss. So was. Ein ganz dickes Ding haben wir auf Lager. Was heißt dickes Ding? Für mich sehr riskantes Ding. Sehr, sehr riskant. Hat mindestens so einen Durchmesser. Stimmt's? Doch, ja, mindestens. Und wir liefern dir einen ganzen Haufen davon. Absatz im Moment sehr schlecht. Ganz miser Konjunktur. Ach, Jocko, red doch kein Quatsch. Willst du nur einen Preis drücken? Weiter ist es doch nicht. Nein, ist nicht. Ich sage ganz mies. Hier steht geschrieben, Preise für Kupfer und Blei fallen. Zeig her. Nein, geht nicht. Vertrauliches Mitteilung für Experten im Metallgewerbe. Steht oben drauf gedruckt, vertrauliches Mitteilung. Na, steck's nur weg. Ich weiß ja, was du Uwe gezahlt hast. Sagen wir dasselbe, in Ordnung? Ich sag dir doch, ganz mieser Konjunktur jetzt. Hör doch bloß auf mit deiner miesen Konjunktur. Also, was ist? Ja oder nein? Also gut. Preis derselbe, den hat Uwe gekriegt. Hm? Alles muss sein abgebrannt. Und alles muss sein schön getrennt von sich. Hier Kupfer, hier Blei. Anders mache ich nicht. Auch das noch. Aber schön machen wir. Gut. Na, endlich. Tag, Karin. Wo sind denn die anderen? Keine Sorge, der ist in Ordnung. Also, pass auf, Jocko. Der hat die Mäuse abgezählt bereits sonst? Ja, ich verstehe. Lauter kleine Steine und so. Gut. Aber womit sollen wir es denn herbringen? Das Zeug wiegt doch. Ach, Blödmann. Glaubst du, ich trage das Zeug unterm Arm her? Ich organisiere den Kombi von meinem Alten und fertig. Mhm. Ach so. Und du stehst also wie eine Eins hier, wenn wir kommen. Ist das klar? Ja, aber du musst vorher telefonieren und sagen, jetzt kommen wir, damit ich kann das Tor aufmachen. Sonst ist verdächtig, wenn ich Tor aufmache, auf Sonntag zu heiliger Zeit mein Geschäft. Ja, in Ordnung. Gut, gut. Und jetzt holen wir den Kombi. Und Werkzeug brauchen wir auch noch. Und wenn dein Alter das merkt? Quatsch. Ist doch Sonntag.
Also los, komm. Walter, ich weiß nicht, ob es ein komisches Gefühl. Alex wollte doch mit Erich nachkommen. Na und? Mit der Zeit musst du doch wissen, dass auf Alex kein Verlass ist. Dummes Gefühl? Was meinst du damit? Na, Alex ist vorhin in die Baugrube runtergestiegen. Weißt du, dort unten, wo der U-Bahn-Tunnel gebaut wird? Was wollten sie denn da? Das weiß ich eben auch nicht. Walter, komm doch mal mit. Was denn? Ganz bis da draußen hin? Ach, bitte komm doch mit. Na, meinetwegen. Was los? Fang an. Und wenn das Telefonkabel schon in Betrieb ist? Bist du blind? Hier wird doch noch gebaut. Siehst du? Also los, mach schon. Was ist das? Hast du Angst vor so ein bisschen Luft? Los, mach weiter. Was soll der denn hier wollen? Weiß ich ja auch nicht. Ja, aber sie kamen aus der Baugrube herauf und dann sagte Alex, ich soll schon gehen. Sie hätten noch was zu tun. Merkwürdig. Ja, das finde ich eigentlich auch. Nein, ich meine was anderes. Wie kommt das eigentlich, dass du dir von Alex alles gefallen lässt? Er sagt, geh und dann gehst du. Ich verstehe das nicht. Eigentlich verstehe ich selber nicht. Aber Alex hat so eine Art, weißt du, da kann man nichts machen. Wenn ich nun zu dir sagen würde, geh jetzt. Aber Walter. Mensch, du, das ist doch der Kombi von meinem Alten. Ganz schön schwer geht das. Los, los, mach weiter. Was machst du denn hier? Das frage ich dich. Was machst du denn hier? Na, du drehst doch bestimmt hier ein krummes Ding, was? Hau ab, ja? Ich denke ja gar nicht dran. Ich möchte wissen, was hier gespielt wird. Hau ab, habe ich dir gesagt. Sieh mal einer an. Du wehrst dich ja. Das kenne ich ja gar nicht von dir. Na los, komm ran. Na, das haben wir gerne. Wir machen hier Sonntagsarbeit und du kommst her und spielst verrückt. Sonntagsarbeit? Für wen denn? Für wen schon? Hoch- und Tiefbau GmbH. Siehst du doch. Ach so. Warum sagst du das nicht gleich? Los, mach weiter. Und du hau bloß ab, du störst. Und du auch.
Wir haben Störungen. Störungen? Wo denn? Kabel A10. Gut, ich messe einige Adern durch. Und das am Sonntag. Ja, hier, Messwagen. Hauptkabel 10 ist gestört. Bitte sofort herkommen und den Fehler einmessen. In Ordnung. Wir kommen zum Fernmeldeamt 1. Gut, wird gemacht. Los hier, weiter. Na los, los! Bitte Kabel A10, Ader 556 anlegen. A10, 556. 556 liegt. Unterbrochen. Ader 15 anlegen. 15. Ader 15 liegt. Auch unterbrochen. Den Impulsechomesser bitte. Ader 556. Licht. 7 Mikrosekunden. Ader 15. 15. Licht. 7 Mikrosekunden. Der Fehler liegt 791 Meter von hier. Das ist zwischen dem Kabelschacht 28 und 29. Los, einpacken, abfahren. Bitte, darf ich eben bei Ihnen telefonieren? Gern, Herr Jeschke. Mein Telefon geht nämlich nicht. Ach. Und meine Frau muss sofort ins Krankenhaus. Ich brauche dringend einen Krankenwagen. Verdammt. Ihr Telefon geht ja auch nicht. Nein. Ich muss es irgendwo anders versuchen. Vielen Dank. Das Hauptkabel der 10 ist abgesoffen. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Rund 600 Anschlüsse sind tot. Ja, der Mestrum ist unterwegs. Ich werde Sie laufend unterrichten. Wir tun, was wir können.
Da vorne muss es ungefähr sein. Hier können wir nicht durchbrausen. Umleitung ist Umleitung. Erich, wie hat das geklappt? Mensch, Alex. Was ist das? Verdammt! Nicht sie weg! Jetzt seht euch das mal hier an. Mensch, Kabeldiebe. Die haben wohl gedacht, das merkt keiner. Ruf sofort über Funk die Polizei an und dann verständige den Bezirksbauführer. Der pennt am Sonntag, aber den scheue ich schon hoch. Wir brauchen 20 Meter tausendpaariges Kabel und dann sollen die Löttrupps sofort anrücken. Gemacht. Wir müssen ja das Zeug erst noch abbrennen. Das werden wir schön lassen. Aber er hat doch gesagt, er nimmt es sonst nicht. Nur wenn wir vorher die Hülle abbrennen und Kupfer und Blei trennen. Jocko nimmt den Kram auch so, dafür sorge ich schon. Du hast doch gesagt, in der Werkstatt von deinem Alten haben wir einen Sauerstoffgebläse und alles, was wir brauchen. Du weißt wohl nicht, wie das Zeug stinkt, was? Bei dem Wind, kilometerweit. Da brauchen sie nur ihre Nase als Kompass zu nehmen und dann haben sie uns gleich. Naja. Doof, was? Was, was passiert? Hm? Habe ich vielleicht Park gesehen, nicht auf Straße, wo es verboten? Hm? Na, Joko, beide auch am Sonntag an der Arbeit? Ja, ja, immer arbeiten, auch auf Sonntag. Oder warten Sie auf etwas? Sagen wir auf eine Lieferung? Nix Lieferung, keine Lieferung. Na? Wir möchten uns Ihren Schrottplatz mal etwas näher ansehen. Aber bitte, meine Herren, bitte können Sie sehen, nichts unehrliches Schrott dabei. Kein bisschen. Ist doch immerhin schon mal vorgekommen, nicht? Das waren doch Telefonkabel damals, gestohlene. Oh, lange Zeit her, Herr Wachmeister, ganz lange Zeit her. Ich habe damals gar nicht gewusst, dass Kupfer und Blei ist von Telefonkabel. Keine Ahnung. Naja, sehen wir uns mal ein bisschen um hier. Bitte, bitte, können alles sehen hier, bitte. Was war denn? Ach, das Telefon ist tot. Aber du solltest doch auf jeden Fall vorher anrufen. Ach was, wir fahren los.
Binde aus. Ja, gut. Geht schon. Mhm. Wie weit seid ihr? Der Mantel ist ab. Ja? Dann fangt mal an. Mensch, bleib stehen! Quatsch, im Gegenteil. Bis 96 gut. Jungs, weiterdrehen. Gut, dann werden wir es wohl bald geschafft haben. Na komm, aussteigen. Los. Na los, los. Lass mal, ich habe ihn schon. Okay. Los, komm mit, mein Junge. Wartest du auf Alex? Nein. Kommt er heute nicht? Nein. Warum denn nicht? Er hat keinen Ausgang. Wieso keinen Ausgang? Im Jugendgefängnis gibt es keinen. Ach, so ist das. Na ja, dann tschüss. Herr Karin, kommst du mit rein? Alex hat mir neulich schon gesagt, ich soll mich an dich halten. Ja? Du wärst so schön langweilig. Naja, Krimis erlebst du mit mir jedenfalls nicht. Will ich auch gar nicht. Thank you.